Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Quest 7 for Hull Strikes Back. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind auf dem Mond gelangt, da sollte for Hull auch jetzt sein. Beatrice sollte da sein und ich denke, hier wird auch das große Finale sein. Aber wie schnell wir da hinkommen, noch keine Ahnung. Wir werden sehen. Hier soll auch die Waffe sein, die er erschaffen will, um das Universum zu zerstören. Naja, und sein Gehilfe, dieser Wissenschaftler, müsste auch hier sein, der ja eigentlich die lieber Geld haben will und alle erpressen will damit, mit dieser Waffe, anstatt sie abzufeuern. Okay. Können wir das nochmal benutzen? Nee, können wir nicht mehr benutzen. Okay, gehen wir mal nach da hinten. Okay, das geht nicht. Wenn wir jetzt dahin gehen, dann kommen wir auch wieder da lang. Dann gehen wir jetzt mal da lang. Komm, aber nee. Nee, da kommen wir woanders hin. Okay, wir haben einen Bunker. Mit viel Text. Gunfire-Detektors. Und kommen wir da auch rein? Okay. Oh je, ein Worm. Ob das eine Anspielung auf Worms ist, also auf das Computerspiel Worms? Reden wir mal mit dem. Hallo. Wir brauchen Waffen. Und zwar viele. Sie haben einen Star-Generator. Und benutzen den als Waffe. Dafür war er eigentlich nicht gedacht. Wobei, for Hull hatten ja dafür gedacht. Hm. 25 Bockazoids. Haben wir leider nicht. Dann geht doch mit deinem Geld ein bisschen runter. Vielleicht könnten wir dir was abkaufen. Wir als einzelner Kunde, meine ich, den du gerade hast. Können wir das Ding benutzen? Okay, ich gehöre nicht zu diesen fünf Leuten, die das verstanden haben. Willst du ein Spiel haben? Hm. Willst du ein Haarwuchsmittel haben dafür? Auch nicht. Dann Katzenfutter? Nee. Nee, dann weiß ich leider nicht weiter. Ja, da kommen wir auch nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal wieder. Ja, super. Wir haben einen Waffenladen. Die verkaufen uns Waffen. Aber wir haben kein Geld dafür.
Außerdem haben wir immer noch nicht gefunden, wo wir überhaupt hin müssen. Wow. Hallo, kleine Katze. Können wir mit dir reden? Katze mit Laserstrahlen. Wow. Und du lässt uns auch nicht vorbei, schätze ich mal, oder? Irgendwie war mir das klar. Aber hatten wir nicht noch Katzenfutter im Gepäck? Würde das vielleicht was gehen? Ja? Ey! Ich wollte dich doch nur füttern! Das war doch Katzenfutter, oder nicht? Müssen wir die irgendwie... Oder das Katzen... Oder die Haare mit damit benutzen? Nee. Ja, es ist Katze, aber... Müssen wir das mit uns selber benutzen? Und das erschießt uns immer wieder. Jetzt, wo wir wissen, dass er eine Katze ist, können wir nochmal mit den Worm reden? Vielleicht gibt es ja neue Gesprächsoptionen jetzt. Schauen wir mal. Ah ja, es gibt neue Gesprächsoptionen, sehr schön. So, was ist denn mit der Katze hier? Nein, ich ehrlich gesagt noch nicht. Ja, dass er Laser rausgeschossen haben aus ihren Augen, haben wir auch schon gesehen. Okay, er hilft uns also tatsächlich. Und wir kommen mal an der Katze vorbei. Warte mal. Nee, mit dem Dings nicht, oder? Ich habe gerade noch eine Idee gehabt wegen den Lasern. Um sie vielleicht zu reflektieren. Ah, toll. Dazu müssen wir an der Katze vorbei. Wir brauchen den Kristall, der in der Mondbasis ist. Genau, das da habe ich gemeint gehabt, dieses Piece of Glass, das wir haben. Und die hilft uns also auch nicht weiter. Aber vielleicht geht's jetzt mit dem Katzenfutter. Jetzt, wo wir mit ihm gesprochen haben. Das heißt, wir könnten Waffen kaufen. Aber wenn wir rausgehen, wird der Detektor da anspringen und dann war's das.
Ist ja klasse. Oh. Cool. Ein Paralysator-Bumerang. Wird aber nicht gegen Katzen helfen. Stun-Granate, okay. Cool. Alles klar, wir schauen mal, ob wir was damit jetzt machen können. Da sind diese Detektoren. Aber an denen kommen wir vorbei. Dann probieren wir mal die Granate aus. Vielleicht probieren wir das Glas ja doch aus, ob das irgendwie was bringt. Ah ja. So, können wir jetzt... Naja, wir müssen die Granate benutzen. Alles klar. Ich dachte, ich schmeiß das Essen jetzt hin und dann, da wollte ich doch gar nicht hinlaufen. Ich dachte, er macht wieder so viele Gespräche und ich wollte es abbrechen. Okay, das hat nicht geklappt. Dann probieren wir die Granate. Badabadam. Ach doch, da ist sie ja. Stun-Granate. Die Granate funktioniert auch nicht, mein Freund. Die Granate funktioniert auch nicht. Und der Pumperang wahrscheinlich auch nicht. Verdammt, was machen wir jetzt mit diesem Vieh? Vielleicht probieren wir es doch nochmal mit denen hier, mit den Laserdingern. Nee. Hat er ja schon gesagt gehabt, dass das nicht funktioniert, aber ich wollte es trotzdem mal probieren. Nicht, dass es anschließend doch geklappt hätte. Wissen wir was mit denen? Haarmuckfiddeln hinschmeißen? Catnip ging ja auch nicht. Müssen wir vielleicht die Granate mit den Dingern da oben benutzen? Oder mit den Wollknäuel vielleicht? Um die Katze dann abzulenken. Ich sehe Harp irgendwo. Hallo? Können wir einfach vorbeilaufen? Auch nicht. Ach, ganz ehrlich, jetzt bin ich etwas ratlos. Müssen wir vielleicht einfach wieder gehen? Nee. Vielleicht muss ich nochmal, ich muss schon, glaube ich, nochmal mit dem Plan drüber reden. Weil alles, was ich jetzt probiert habe, funktioniert irgendwie überhaupt nicht.
Ich rede nochmal mit ihm. Also die Katze ist abgelenkt, wir können was hinschmeißen. Aber alles, was wir hinschmeißen, Granate, Dings, funktioniert alles nicht. Können wir, Moment, können wir die Granate in den Catnip reinmachen? Ah. Dann probieren wir es doch so mal aus. Die Idee ist mir jetzt gerade eben erst gekommen. Vielleicht ist die Katze ja an den Catnip interessiert, geht runter, schaut, was es ist und dann, fupp, wird sie gestunt. Ich hoffe, sie wird wirklich nur gestunt. So, probieren wir jetzt nochmal aus. Okay. Das war's auch. Oh, aber ich hoffe, sie ist wirklich nur gestunt. Catnip. Aber das ist ja... Catnip ist ja, glaube ich, ja. Ja, der Katze ist nur im Reich der Träume. Katzenminze sozusagen, auf das die Katze stehen. Wow. Okay, hier sind wir. Da haben wir ein Exit. Da haben wir ein Mine Entrance, also eine Mine. Laborator. Da ist Küche und Pausenraum. Ein altes Warenhaus. Main Tower. Da müssen wir wahrscheinlich hin, aber ich glaube, da jetzt hinzugehen, ist vielleicht noch keine so gute Idee. Transmission Tower. Moment. Ein verlassener Monolith Burger. Ja, yeah, super. Gehen wir erstmal zum Main Tower. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen, beziehungsweise dass das was bringt. ja. Ja, die haben wirklich viele Anspielungen auf andere Serien. Okay, da kommen wir nicht vorbei. Na gut, dann gehen wir erstmal woanders hin. Ich glaube, da können wir tatsächlich noch nichts machen. Gehen wir doch mal zum verlassenen Monolith. Burger. Da haben wir Rohre. Kann man mit denen was machen? Tatsache. Ah, dann gehen wir hier rein. Ja, sind wir jetzt in der Basis drin? Das heißt, wir können hier auch fast Sachen machen, oder müssen wir? Nee, wir können auch woanders noch hingehen.
Okay, da kommen wir auch nicht rein, denke ich. Warte mal, ich wollte nicht da rein. Ach so. Zu diesen Transmission-Dings kommen wir auch nicht rein. Da müssen wir durch diese Tür durch. Ich verstehe. Und mein Entrance kommen wir auch nicht hin. Labor kommen wir auch nicht hin. Da kommen wir auch immer nur wieder hierher. Und das ist der Ausgang. Moonbase? Ich wollte eigentlich altes Warenhaus. Ist aber genau dasselbe. Ja, okay. Nee, da kommen wir anscheinend nicht weiter. Da müssen wir wohl hier, tatsächlich hier lang gehen. Das ist der einzige Weg, der uns bleibt. Okay, alles klar. Dann müssen wir vielleicht irgendwann weiterkommen. Ja, okay. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und schauen uns hier in dieser Basis mal genauer um. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.